Als Edison die ersten Glühlampen auf den Markt gebracht hatte, da kam die Elektrizität ins Haus und die Leute interessierten sich plötzlich dafür. Es gab viele Anwendungszwecke, es gab Motoren und alles Mögliche. Die Wunder der Elektrizität. Eines dieser Wunder ist in diesem schönen Buch enthalten. Es ist die Funktechnik. Der Heinrich Hertz hat die Grundlagen dafür entdeckt und Marconi hat die ersten Funkgeräte gebaut in England. Plötzlich war großes Interesse für diese Technik. In diesen Büchern ist enthalten die Marconi-Funkstation und die Physiklehrer wollten plötzlich eine Experimentierstation für ihre Lehranstalten haben. In diesem Buch ist die Influenzmaschine gezeigt. Die hat Marconi nicht verwendet. Der brauchte etwas Stärkeres, den Funkeninduktor, wie wir ihn hier sehen. Aber sein Funkeninduktor war natürlich viel größer. Als die Funkversuche von Marconi sehr erfolgreich verliefen, wurden die deutschen Wissenschaftler hellwach. Brauns, Slaby. Slaby machte einen Besuch in England und ließ sich die Anlage vorführen. Aber da war noch einer, der sich noch viel mehr dafür interessierte. Das war der Kaiser Wilhelm II. Der war gerade im Begriff, eine Seemacht aufzubauen und wollte die Funktechnik für seine Schiffe, aber auch für das Militär. Es wurden auf Geheiß des Kaiser Wilhelm II. Funkgeräte entwickelt, die für das Militär geeignet waren. Dazu zählte ein Schützengrabengerät, das DTW 1916 gebaut hat. Das ist ein schwerer Kasten, der enthält den Funkeninduktor und eine Löschfunkenstrecke. War ein Löschfunkensender, aber auch ein Empfänger. Inzwischen war es nämlich möglich, auch Telefonie zu senden. Vorher ging das nur über Telegrafie. Man konnte jetzt also im Kopfhörer ein gesprochenes Wort hören. Aber erst nachdem der Detektor erfunden war. Und dieser Detektor ist das Herz dieses Löschfunkensenders. Eine Erfindung von Karl Ferdinand Braun. Für den Schützengraben wäre diese annähernd 20 Kilogramm schwere Detektoranlage nun wirklich nicht geeignet. Er war Bestandteil einer großen Funkanlage, welche mit einem Pferdewagen übers Land transportiert wurde. Musik für den Funker an der Westfront wäre nie gestattet worden. Aber Hans Bredow, den man später den Vater des Rundfunks nannte, ließ in der Weihnachtszeit eigenmächtig etwas zur Erbauung der frierenden Soldaten aussenden. Schwere Einzelteile waren in diesem Detektorapparat eingebaut. Große Spulen und Wellenschalter und sogar Batterien, obwohl es doch noch gar kein Röhrenempfänger war. '18 war der Erste Weltkrieg zu Ende und da war erstmal Funkstille. Dafür haben die Siegermächte gesorgt. Aber 1920 entstand dann ein Eildienst für Wirtschaftsnachrichten. Die wurden vom Sender, vom neu erstellten Sender in Königs Wusterhausen verbreitet. Nun hatten die Banken und Großfirmen Geräte, die von der Post an diese Firmen vermietet wurden. Die waren an die Wand geschraubt und nur zum Empfang dieser Handelsnachrichten bestimmt. Damit aber auch der Empfang gewährleistet war, musste die Post dafür sorgen, dass die Antennen aufgebaut wurden. Und dafür hat die Post dann Leute mit Empfangsgeräten weggeschickt. Die sollten prüfen, wo und wie groß am besten die Antenne für den Empfang ist. Und hier haben wir ein solches vom Fernmeldetechnischen Zentralamt
gebautes Gerätchen, ganz einfach ein Audion mit einer Schiebespule, wo der Sender eingestellt wurde. Und dann hat man eben gehört, wo der Empfang am besten war. Das ging so bis 1923. Da erst ist in Berlin ein kleiner Rundfunksender entstanden. Mit schwacher Leistung. Man konnte nur in der engeren Umgebung damit hören. Und zwar am Anfang mit einem Detektorempfänger. Hier ist ein solcher Empfänger von Siemens Telefunken. Ohne Batterie, ohne Strom. Was man hörte, kam alles aus der Antennenenergie über diesen Kristallgleichrichter. Achtung, hier ist Berlin, Boxhaus. Sie hören also. Das sind die Kristalle. Die wurden zerkleinert, damit sie in die Detektorfassungen passten. Und der Hörer musste nun an seinem Detektor, an dem Kristall, die Oberfläche abtasten, um eine Stelle zu finden, wo er Empfang hatte. Das war oft ein Ärgernis, denn eine kleine Erschütterung und der Empfang war wieder weg. Detektorkonstruktionen gab es viele, aber in allen musste der Kristall drinstecken. 1924 kamen Detektorapparate von vielen neuen Radiofirmen auf den Markt. Hier sehen wir das Radio Baby von Kersten, den Friho-Apparat, ein IGH-Modell mit zwei Aufsteckdetektoren, den beliebten ESWE vom Sachsenwerk und den Nora aus Berlin. Einige hundert Firmen überschwemmten den Markt mit ihren teils zweifelhaften Erzeugnissen und ebenso viele fertigten Aufsteckdetektoren für diese Gerätchen. Kaum zu glauben, dass es auch eine Unzahl von Handelsfirmen gab, die ihre Detektorkristalle feilboten. Der Schreihals, der König der Detektoren oder gar der Stein der Weisen, jeder behauptete, den besten zu haben. Der einfachste Detektorapparat hatte zur Abstimmung auf den Sender eine Schiebespule, zum Beispiel der Daimon. Dieser Name fällt uns ein, wenn wir an die Daimon-Taschenlampenbatterien denken. Der Firmenchef hätte bei seinen Batterien bleiben sollen. Die Radiogeräte haben ihn in den Ruin getrieben. Wertvoller waren die Detektorempfänger von Telefunken, Siemens oder AEG. Dem anspruchsvollen Hörer, der auch etwas mehr zu zahlen bereit war, konnte die AEG einen Zweiröhrenverstärker für Lautsprecherempfang liefern. Hier sehen wir auch den schönen Amplion-Trichter aus England. Anton Pingera glaubte, dass sich sein Audion-Empfänger besser verkaufen ließe, wenn er ihn in ein edles Holzgehäuse steckte. Und er offerierte dazu noch einen Dreiröhrenverstärker mit eingebautem Lautsprecher. 6 Monate nach Eröffnung seiner Firma war er schon wieder pleite. Siemens, die AEG und Telefunken hatten schon 1923 Bausteine entwickelt, die man nach und nach ergänzen konnte. Mit dem Audion empfing man den Ortssender. Zum Empfang weiter entfernter Sender wurde eine Hochfrequenzvorstufe erforderlich. Mit Hilfe des Kopfhörerverteilers konnten bis zu 9 Personen am Empfang teilhaben. Und wer die Sendungen im Lautsprecher hören wollte, kaufte auch noch den teuren Niederfrequenzverstärker. Für die Batteriekontrolle gab es schließlich noch ein Messteil. Für die derart zusammengekoppelte Apparatur hat sich der Name D-Zug eingebürgert. Für den normalen Bürger waren die großen D-Züge viel zu teuer. Deshalb brachte Telefunken 1925
einen kleinen, eher primitiv aufgebauten D-Zug auf den Markt. Diese Arkon-Reihe, nach dem Chefingenieur Graf von Arco so benannt, wurde ein Misserfolg, weil der Empfänger noch immer mit dem Detektor ausgestattet war. Andere Firmen wie das Sachsenwerk bevorzugten ein Röhrenaudio. Und das hatte auch schon einen Wechselspulenkasten, damit auch lange Wellen empfangen werden konnten. Reiko fertigte Radios für jeden Geldbeutel, auch das kleine Zweiröhrengerätchen mit dem angesteckten Spulenkasten. Dieser DTW Neutrodyn-Empfänger zählte 1924 zu den hochpräzisen, aber sehr teuren Geräten. Nur ein wohlhabender Radionist konnte sich das leisten. Mit diesem sogenannten Volksradio ist der Firma Löwe 1926 der große Wurf gelungen. In dem hochinteressanten Glaskolben sind nicht nur drei Röhrensysteme eingebaut, auch die Koppelkondensatoren und Widerstände. Vom Empfangskreis abgesehen steckt also der ganze Radioapparat in der Röhre. Und er kostete nur 39,50 Mark. Schnell wollten andere Radiohersteller auch so billige Gerätchen auf den Markt bringen. Sie verwendeten 1927 die neue TKD-Dreifachröhre, welche allerdings keine Koppelglieder enthielt. Jetzt kommt wieder etwas sehr Schönes. Dieser Siemens Vierröhrenapparat, der lag natürlich in einer anderen Preisklasse. Billig waren auch solche Geräte nicht. Für ein 2- oder 3-Röhrengerät war der Kunde schnell 200 Mark los. Aber wenn er sich über die Technik der Geräte schlau gemacht hatte und handwerklich geschickt war, konnte er so ein Gerät auch selber basteln. Und da gehen wir jetzt mal einen Stock höher und schauen uns die Bastelgeräte an. Hier oben sind Bastelgeräte. Das sind meistens Bausatzgeräte und nicht die kleinsten. Das sind schon die größeren Modelle und wunderschön aufgebaute. Der zum Beispiel ist von 1928. Ein Bausatzgerät, das damals Frauenlob genannt wurde. Mit 5 Röhren, schönen Spulen. Nun gab es natürlich auch einfachere Aufbauten. Dieses Gerät ist schon gebaut worden, als die Netzanschlüsse aufkamen. Gleichstromnetzanschluss. Nicht sehr schön aufgebaut, ebenso wie der Bastler damals gearbeitet hat. Viel interessanter sind natürlich die ganz alten Geräte von 1924. Da gab es einen sehr fleißigen Autor, das war der Hans Günther. Der hat eine Menge Schaltungsbücher geschrieben. Und in einem dieser Schaltungsbücher ist eine sehr schöne Brettschaltung. Die Bastler mussten erst lernen, mit Schaltbildern umzugehen. Deshalb fertigte Hans Günther für seine Bücher Skizzen an, welche den Aufbau der Brettschaltung recht anschaulich zeigen. Dieser Detektor-Reflexempfänger mit seinen zwei Röhren, denen man noch ansehen kann, dass sie aus einer Glühlampenfabrik kamen, wurde mit stabilen, versilberten Vierkantdrähten aus Kupfer geschaltet. Wesentlich einfacher war es, einen Detektorapparat aufzubauen. Die weniger erfahrenen Bastler verwendeten dafür gerne Zigarrenkisten. Die Spulen wurden selbst gewickelt und der einfachste Detektor hatte einen Hebel mit der Kontaktfeder. Der neue Detektor im Glasgehäuse war 1926 besonders beliebt. Der Erbauer dieses schönen Gerätchens versah seinen Detektorempfänger noch mit einer Röhrenverstärkerstufe. Der Spule mit ihren Abgriffen sieht man an, dass es eine Bastelarbeit war. Zum Bau von Empfängern mit mehreren Röhren wurden natürlich weitergehende Kenntnisse vorausgesetzt.
Wer solche Geräte aufzubauen verstand, wollte nicht mehr als Bastler bezeichnet werden, eher schon als Radioamateur. Dieses Vierröhrengerät ist mit den äußerst seltenen Achterspulen ausgestattet. Die Industrie wurde nicht müde, immer wieder neue Spulenkonstruktionen, Spulenschwenker und Variometer zu erfinden. Und nicht wenige machten sich Gedanken über neuartige Drehkondensatoren, welche man vielleicht patentieren lassen konnte. Mit den schönsten Einzelteilen von 1927 ist auch das Zweikreisgerät im Glaskasten aufgebaut. Hier sind die versilberten Low-Loss-Spulen so attraktiv. Die allergrößten Bastelgeräte aus 1924, das waren die Super-Heterodyn-Empfänger. Die hatten bis zu 8, 9, 10 Röhren gar und waren Kästen von bis zu 1 Meter Länge. Mit solchen Apparaten konnte man mit der Rahmenantenne empfangen. Das waren diese Gebilde. Auch sehr schön gestaltete Rahmenantennen gibt es. Geräte dieser Art kamen auch aus den Werkstätten von Radiofirmen, zumeist von kleineren. Zu diesen Kleinbetrieben zählte zum Beispiel die Stuttgarter Firma Klenk & Co. Sie fertigte diesen neuen Röhren Superhead. Gefragt waren solche Empfänger vor allem, als die Senderdichte zunahm und mehrere Stationen trennscharf empfangen werden sollten. Der Rahmen ist drehbar und an den Klemmen wird die zu empfangende Wellenlänge eingestellt. Die 360-Grad-Skala erleichtert die Antennenausrichtung. Dieser DTW-Superhead entstand 1929. Es war der letzte seiner Art mit aufgesetzter Rahmenantenne. Eine Nummer kleiner ist dieser Telefunken-Dreikreiser, aber sein schöner Aufbau mit den zaponierten Kupferabschirmungen und dem Dreifach-Drehkondensator begeistert jeden Freund alter Radios. Am Anfang war der Kopfhörer. Dieses schöne Stück stand auf der Messe, auf der Funkausstellung 1924 in Berlin. Es ist der Dr. Nesper Kopfhörer. Der war versilbert mit weißer Schnur. So sind die Serienkopfhörer nicht mehr ausgeliefert worden. Telefunken hat natürlich auch Kopfhörer gebaut. Es gab etwa 100 oder 200 Hersteller von Kopfhörern. Und alle Welt hörte mit dem Kopfhörer. Aber dann kamen die stärkeren Geräte mit Niederfrequenzverstärker. Und der Kopfhörer wurde lästig. Die Leute wollten den Kopfhörer nicht mehr aufsetzen. Telefunken hat sich da was einfallen lassen und vom Kopfhörer ging es dann auf einen Trichter und über diesen Trichter ist der Kopfhörer einfach übergestülpt worden. Die Blechtrichter hatten keinen guten Klang. 100 Firmen bemühten sich jetzt, anstelle des Blechtrichters andersartige Lautsprecher auf den Markt zu bringen. Tefak baute nach dem liegenden Trichter den Ultraconus. IG, ein Reflextrichtersystem aus Holz. Gravur unter anderem auch schon Konus-Lautsprecher. Die Fantasie kannte wieder keine Grenzen. Blaupunkt offerierte sogar ein Kunstmarmorgebilde mit Löwenköpfen. Viele Hersteller legten sich auf den Konus-Lautsprecher fest. Manche bevorzugten ein Bakelit, andere ein Holzgehäuse.
Anfänglich waren sie durchweg mit magnetischen Systemen ausgestattet. Diesem kleinen Lautsprecher mit seiner Laubsägearbeit ist anzusehen, dass er aus einer Schwarzwälder Uhrenfabrik kam. Den 12 Kilogramm schweren dynamischen Saba-Lautsprecher bezogen die Villinger 1928 noch aus Amerika. Ein ganz besonderes Schätzchen ist dieser Löwe-Lautsprecher. Der ist von 1924 und Löwe hat da schon einen Verstärker eingebaut. Heute würde man sagen, der erste Aktivlautsprecher. An dieser Wand sind die Kastenlautsprecher. Die gab es in großer Anzahl, nichts Besonderes. Na, vielleicht dieser Uhrige, das ist ein Uhrenlautsprecher, wie er in Cafés war oder in Gaststätten. Da hingen auch in den 30ern schon Flachlautsprecher. Ulgiges. Man sieht die Herkunft aus einer Fabrik für Musikinstrumente. Ibach Tonspiegel heißt dieses Lautsprecherteil. Auch ein ganz außergewöhnliches Sammlerstück. Um die Mitte der 20er, da waren die Geräte, die Empfänger und die Lautsprecher noch getrennt. So auch natürlich bei Siemens. Der Lautsprecher, hinten einstellbar. Aber 1926 kam Siemens auf die Idee, man könnte doch vielleicht auch den Empfänger in den Lautsprecher einbauen. Und so entstand dieses erste kombinierte Gerät. In dem Lautsprecher eingebaut ist ein 3-Röhren-Empfänger, damals noch für Batteriebetrieb. Der Fernfunk Lu hatte die Bedienung seitlich. Und die Seitenbedienung beim T-Wagon 34L findet man hinter dem Türchen. Bei dem schönen Nora, der auch die Sonnenblume genannt wird, ist die Sendereinstellung und Rückkopplung von vorn zu bedienen. Ähnlich gestaltet ist auch dieser schlichte Telefunken 12W, bei dem der Lautsprecher in die Rückwand eingebaut wurde. Mit dem Gerät hatten ihre Konstrukteure ihre liebe Not. Ursprünglich enthielt es nämlich anstelle der zwei größeren Röhren links die billiger herzustellenden Arkotron-Stabröhren, welche ohne vorherige Erprobung eingesetzt wurden. Die wollten aber nicht richtig funktionieren und mussten durchweg durch herkömmliche Systeme ersetzt werden. Auf dem bildhaft dargestellten Plan sind links noch die beiden Arkotronröhren zu erkennen. Größeres Glück hatte Telefunken 1931 mit diesen schönen Radios. Der Skalengestaltung entsprechend nennt man sie heute Katzenkopf. Mit einem dynamischen Lautsprecher wurde das Gleichstromgerät ausgestattet. Siemens offerierte einige Modelle mit der sogenannten Riesenskala, jedoch noch mit separatem Lautsprecher. (1931) kam dieser Superhit auf den Markt. Man sieht die aufwendige Technik mit dem Vierfachträger, mit den schönen Kupfertöpfen. Er wurde von Stassfurt gebaut. Und hier sehen wir die Nachfolgetype. Stassfurt war mit diesen Geräten so erfolgreich, dass 1932 alle namhaften Firmen mit Superhits nachzogen. Schaub brachte den schönen Brabant, Seibt den Roland Spezial und Telefunken den 650 WL. Das waren die Geräte der gehobenen Preisklasse.
Natürlich gab es Anfang der 30er auch einfachere Empfänger mit der sogenannten Geradeausschaltung. Zum Beispiel diesen Mende mit der Propellerskala, den man sowohl mit getrenntem als auch mit eingebautem Lautsprecher haben konnte. Weißt du nicht, was das ist? Sehr beliebt war auch dieses Reiko-Gerät Atlantis mit der Wellenumschaltung und der Programmleselampe. Empfangen wurden in der Regel Mittel- und Langwellensender. Für den Kurzwellenempfang gab es schon 1928 und 1930 Spezialgeräte wie diesen Saba KE oder den Telefunken T32A. Aber in die normalen Radios kam die Kurzwelle erst nach 1930. 1933 zum Beispiel brachte Graetz den ersten Graetzor auf den Markt, welcher neben den Bereichen für Lang- und Mittelwellen auch schon zwei Kurzwellenbereiche hat. Gegen Mitte der 30er musste man dem Kunden schon etwas Besonderes bieten, um im Wettbewerb bestehen zu können. Äußerst attraktiv war dieser Blaupunkt 4W9 mit der Litfaßsäulenskala und der Leuchtkugel. Liegt in den Augen immer bei einer Schöne. Neben einem schön gestalteten Gehäuse wurde der Skala besondere Beachtung geschenkt. Der AEG Super Geadem hatte die alphabetische Skala und das Sachsenwerk glänzte mit der Kinoskala. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht. Beliebt waren auch hinterleuchtete Wellenbereichsanzeigen, wie zum Beispiel bei diesem Konsul von TKD. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Etwas ganz Außergewöhnliches ließen sich Wiener Fabrikanten einfallen, dieses Geographikradio. Auf seiner Rundskala kann man nicht nur den empfangenen Sender ablesen, auf der Europalandkarte ist auch sein Standort erkennbar. Glaslichtleiter zeigen ihn an. Als Österreich 1938 mit dem Deutschen Reich vereinigt wurde, kamen auch solche Ingelen Geographikradios in die deutschen Kataloge. Jawohl, meine Herren, darauf können Sie schwören. Jawohl, jawohl, jawohl. Siemens wollte ein ganz modernes Gerät populär machen. Ein schwarzes Bagelitgehäuse mit elfenbeinfarbigen Einsätzen und Knöpfen sollte das Holzgehäuse ablösen. Der Volksmund taufte das Modell Herr im Frack und fand es gar nicht so gut wie seine Schöpfer. Die Saba-Leute blieben lieber bei den schönen Holzgehäusen. Und dieses Gerät war 1937 revolutionär. Der erste Sendersuchlauf wurde von Saba entwickelt. Man brauchte nur den Hebel etwas andrücken, nach links oder rechts Lauf. Der Skalenzeiger bewegte sich auf den nächsten starken Sender, stoppte. Das war noch nicht ganz ausgereift. Erst 1954 kam Saba mit den großen und erfolgreichen Saba-Automatikgeräten auf den Markt. Für betuchte Kunden gab es diese Siemens Kammermusikgeräte. Das waren Großgeräte, die nicht in die kleine Wohnstube passten. Drei Lautsprecher sind eingebaut und das große Basssystem misst 60 cm im Durchmesser. Und jetzt kommt ein Prunkstück, das die Körting-Werke 1939 auf den Markt brachten. 20 Senderfesttasten
Überseeempfang. Es gehörte zu den Weltbesten überhaupt. Und das war das letzte Vorkriegsgerät. Am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg. Die größeren Geräte verschwanden nach und nach aus den Schaufenstern der Radiogeschäfte. Die mussten exportiert werden, weil die Reichsregierung Devisen brauchte zur Beschaffung kriegswichtigen Materials. Die deutschen Bürger konnten nur noch einfache Radios kaufen, hauptsächlich den billigen Kleinempfänger. Der genügte für den Ortsempfang. Das Abhören ausländischer Sender war ohnehin strengstens verboten. Für die Soldaten gab es neben den Volksempfängern Truppenbetreuungsgeräte, mit denen die Wunschkonzerte an der Front gehört wurden. Der Nora, der Philips und besonders beliebt war dieser K69, ein großes Röhrengerät. Der Favorit bei den Offizieren war dieses kleine Philips-Gerät, das allerdings nur für Netzbetrieb geeignet war. Die Offiziere nannten es Kommissbrot. Im Krieg wurden die meisten Radiowerke zerstört. Was übrig geblieben war, wurde oft von den Siegermächten demontiert und außer Landes gebracht. Nach dem Krieg, 1945 bis 1947, suchte man aus den Trümmern die übrig gebliebenen Bestandteile zerstörter Radios. Und in den Resten ehemaliger Wehrmachtsgeräte suchte man nach Einzelteilen, Spulen, Kondensatoren, vor allem aber nach Röhren, aus denen dann die sogenannten Notzeitgeräte fabriziert wurden. Aber auch die Erzeugnisse der einstigen Großfirmen sahen kaum besser aus. Telefunken baute ihre ersten Nachkriegsempfänger in schlichte Gehäuse ein, welche an kleine Kofferschreibmaschinen erinnern. Alle bauten primitive Geräte, die kleine Firma Eltra, die einst bedeutenden Blaupunktwerke und sogar ein letztes DTW-Gerätchen kam noch auf den Markt. Bestückt wurde es 1946 mit der neu fabrizierten Telefunkenröhre VCL11. Auch im Blaupunkt-Kleinempfänger saß diese Röhrentype, von der es mitunter aus der Kriegsproduktion noch Lagerbestände gab. Vor dem Krieg wurde die DKE-Röhre mit dem Reichsadler bedruckt. Kleineren Firmen, wie zum Beispiel der Firma Eltra, wurden die neuen Röhren nicht zugeteilt. Die bestückten ihre Radios zumeist mit Wehrmachtröhren, bevorzugt mit solchen vom Typ RV12 P2000. Diese Alleskönnerin steckte auch in dem legendären Grundig Heinzelmann für Altstrombetrieb. Max Grundig hatte schon 1930 ein Ladengeschäft gegründet in Fürth und beschloss, nach dem Krieg selbst Radio zu bauen. Er bekam aber noch nicht die Konzession. Deshalb kam ihm die Idee, man könnte das als Baukasten, als Spielzeug ausliefern. Natürlich kein komplettes Radio, sondern nur die Einzelteile dazu, komplett samt dem Gehäuse. Nur die Röhren waren nicht drin. Die musste sich der Kunde auf dem Schwarzmarkt besorgen. Der als Spielzeug deklarierte Baukasten war heiß begehrt. Und die Heinzelmänner verließen Grundigs Werkstätten in rauen Scharen. Schnell wurde die erste Fabrik erstellt, in der 1947 das erfolgreiche Modell Weltklang gefertigt wurde. In den 50er Jahren wurde Max Grundig zu einem Symbol des Wirtschaftswunders.
In den Jahren des größten Wohnraummangels waren Kleingeräte besonders beliebt. Hier ist ein Vergleich zwischen dem Volksempfänger und dem Vega 6-Kreis Super Perle. Noch kleiner waren die Einkreisgeräte, zum Beispiel der Lilliput von Jota oder der nur 15 cm breite Tefi-Zwerg. Telefunken zeigte sich kreativ, brachte die Modelle 4347 GW und den Tango auf den Markt. In Honolulu, in Honolulu, in der Hafenbar, da saß ein Mädchen. Der Ideenreichtum kannte keine Grenzen. Die Stuttgarter Firma Bürgle steckte den LTP-Super in ein urnenförmiges Gehäuse und ging damit pleite. Erfolgreich dagegen wurde die Nürnberger Firma TKD 1950 mit ihrem Uhrenradio. Aber die unbekannte Gressbronner Firma Funk- und Elektroapparatebau kam mit dem Urion auf keinen grünen Zweig. Löwe offerierte 1951 das Nachttischradio Hausfreund. Das Federwerk der Schaltuhr musste alle 3 Tage aufgezogen werden. Nach und nach beherrschten wieder die Großen das Feld. Telefunken brillierte 1950 mit dem Großsuper T5000, der sich mit den Spitzengeräten aus der Vorkriegszeit messen konnte. Und er wurde schon mit einem UKW-Empfangsteil ausgestattet. Eines der frühen Nachkriegsgeräte aus der Ostzone war dieser kleine Einkreiser. Er kam aus Sonneberg in Thüringen. Da wurde ein großes Radiowerk erstellt. Die Knöpfe erinnern noch an Telefunken. Das waren Restbestände. 1947 wurde so gebaut. 1950 gab es dann einen Einheitsempfänger, den 1U11. Man sieht den Innenaufbau, der ist etwas primitiv. Es ist im Grunde ein Nachfolger des früheren Volksempfängers. Natürlich gab es auch schöne und größere Geräte in der Ostzone. Das war zum Beispiel der Sachsenwerk Olympia. Und es gab wertvolle, teure Schrankgeräte, die aus dem Erzgebirge kamen. Ein herausragendes DDR-Modell war diese Truhe, Kammermusikgerät Bach. Man nannte sie auch die Honecker-Truhe. Ich glaube aber nicht, dass sie bei Honecker gestanden sind. Bei irgendeinem hohen Tier aber wird sie zu Hause gewesen sein. Links und rechts sind Drehtüren, im einen ein Plattenspieler eingebaut, in der anderen Seite eine Hausbar. Nachdem der im Westen 1949 eingeführte UKW-Rundfunk für Aufsehen gesorgt hatte, wurden UKW-Zusatzbauteile gefragt und Empfänger, wie zum Beispiel dieser kleine Kaiser UKW-Spezial aus dem Schwarzwald. 1954 oder 55 wollte man sich nicht mehr mit einem Lautsprecher begnügen. UKW verlangte nach Speziallautsprechern für die Höhen und 3D kam in Mode. Beim Telefunken Opus 6 wurden 2 Konzertstrahler in die vorderen Ecken eingebaut. Ein besonders hochwertiger Empfänger ist der Körting Dynamic Expander von 1957 mit seinen 2 magischen Augen. Das schon 1937 eingeführte magische Auge faszinierte auch den Hörer in der Nachkriegszeit. Und nicht zuletzt die Funkamateure, welche sich 1956 diesen Kaiser-Amateurempfänger DX1151 leisten konnten. Baby, sing ein Lied für mich. Die meisten Radios aus den 50ern waren einheitlich gestaltet, in nussbaumfurnierten Gehäusen mit Goldzierleisten. Die gefielen den Braun-Stilisten gar nicht. Sie schufen Modelle wie diesen RT20 von 1961.
Das Braun-Design wurde weltberühmt. Nachdem der Transistor die Kofferradios erobert hatte, wurden nach und nach auch die Heimgeräte mit Transistoren ausgestattet. Zu den ersten zählte 1961 der kleine Kobold von Löwe Opta. Der hatte zur Stromversorgung noch zwei normale Taschenlampenbatterien. Die Küsse von dir, die wünsche ich mir, oh, 1963 wurden die ersten Stereosendungen ausgestrahlt. Ein ganz hervorragendes Studiogerät war dieser Telewatt Hi-Fi Stereoverstärker VS71 von Klein und Hummel. Weil die vier Endröhren zu groß waren, wurden sie liegend eingebaut. Ein modernes Gehäuse musste flach sein. Löwe fabrizierte 1964 dieses Phono-Radio-Modell für Stereoempfang und für die Wiedergabe von Stereo-Schallplatten. Damit der Stereo-Effekt auch wirksam werden konnte, stattete Löwe das Gerät mit einer abnehmbaren Lautsprecherbox aus. Hello, darling, this is Louis. Darling, it's so nice. 1965 brachte Schaub ein ganz besonderes Gerät auf den Markt, das Music Sender 5001. Dominierend ist das Tonträgersystem mit 126 einstellbaren Spuren. Hinter dem volltransistorisierten Chassis befindet sich das überdimensional breite Tonband. Fast zwei Tage und Nächte lang kann man die darin gespeicherte Musik abhören. Das 1248 Mark teure Gerät fand wenige Liebhaber und von den vorgefertigten, ohnehin schwach ausgelegten Empfangsteilen lagen noch viele auf Halde. 1967 wurden sie in einen Zeitschriftenständer eingebaut und als Graetz Gazetta verkauft. Begann auch eine neue Technik-Epoche. Philips brachte ein Gerätchen heraus. Sieht aus wie ein Rasierapparat. Aber es ist ein Radiogerät auf einem Ladesockel. In Kleinstbauweise, die wurde möglich, weil es bereits mit integrierten Schaltkreisen bestückt ist. 8 Jahre zuvor brachte Mende diesen Mambo auf den Markt und man glaubte damals, dass ein Kofferradio überhaupt nicht mehr kleiner gemacht werden könnte. Ja, und der Name Kofferradio, woher kam denn der für so etwas Kleines? Schon in den 20er Jahren gab es Kofferradios. Und hier haben wir eins von 1936, dem man ansehen kann, dass es wirklich ein Koffer war. Das hatte einen Deckel und einen Rahmen, in dem die Rahmenantenne eingebaut war. So sahen damals die ersten Kofferradios aus und man musste 15 Kilogramm schleppen. Mit dem Transistorzeitalter kamen auch ganz neu gestaltete Geräte auf den Markt. Saba offerierte diese Ultra-Hi-Fi-Kompaktanlage. Ein letztes Körting-Spitzenprodukt ist dieser kleine Synthesizer-Tuner von 1981. Der hatte schon die Sender-Identifikation. Digitale Technik war jetzt in aller Munde.
und Telefunken präsentierte 1989 den euphorisch angekündigten Satellitentuner DT-1000-DSR. Seine Käufer hatten keine Freude an ihm, weil die Copernicus-Übertragungen bald wieder eingestellt wurden. 1990 ging die Produktion von Heimgeräten in Deutschland zu Ende. Bekannte Marken wie Löwe Braun, Saba, ja, heute sind sie schon fast vergessen. Heute hat man ein Handy. Mit dem kann man nicht nur telefonieren oder fotografieren. Man kann auch Fernsehen damit und eben auch Radio hören. Aber solche Gerätchen, die haben in meiner Radiogeschichte nichts mehr zu suchen.